Moin, willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG bzw. im Tuning-Zentrum der Lüdemann und Zankel Gruppe hier in Kaltenkirchen. Kleines Update bzw. ein kleines bisschen Input bezüglich Laserlamps ST4, wie wir sie im Shop haben und wie wir sie montieren mit dem Frontbügel Antec. Dann kann man es mal sehen. Also der Antec ist ja hier komplett mit allen Schrauben, diesen hier, ne, verbunden. Und das ist dann richtig stabil. Das heißt, wir können das Auto, da mache ich lieber gleich, wenn wir wieder auf Stativ sind. Ich habe hier noch die Steuerleitung liegen. Die hier. Und wenn ich das hier mal frei mache und die Steuerleitung hier hinhalte, ne, dann macht es da. Zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Das, was die meisten immer interessiert, ist, ich nehme euch mal mit zum Innenraum. Da hat wieder jemand vergessen, die Folie abzunehmen. Ne? Aber ist jedem seins. Machen wir es mal an, ob das nur mit Zündung funktioniert, damit man sehen kann, wie das Ganze eigentlich aussieht. Ja, dann machen wir ihn an. So sieht das Ganze aus. Also hier bei dem grünen Streifen so ein bisschen noch von der Frontrohrkante. Wir sehen hier noch eine ST4, dort noch eine ST4. Also, und hier unten in dem Bereich, da können wir durchgucken auf dem Boden. Denn eigentlich ist die Frontkamera genau dafür da, dass wenn wir bergauf fahren und nur über die Motorhaube gucken, dass wir dann hinter der Kuppe sehen können, wie geht es eigentlich weiter. Zum Einparken ist das eher suboptimal, weil das Bild so ein bisschen verzerrt. Und dann machen wir mal wieder aus. Steigen wir mal wieder aus. Und dann bringe ich euch noch mal hier auf Stativ. So. Und zwar ordentlich. So. Also, das Ganze ist hier schön fest am Wagen dran. Das könnt ihr mit einem anderen Bügel gerne mal ausprobieren. Wahrscheinlich brechen euch dann oben die Kunststoffschrauben. Kann passieren. Das, was noch wichtig ist, ist die Ausrichtung. Das heißt, sollte hier in der Waage sein, sollte hier oben drauf in der Waage sein, sollte hier sauber in der Waage sein, dort. Wenn es ein bisschen weiter rüber läuft in die andere Seite oder nach beiden Seiten, ein bisschen im Fächer, ist halb so wild, ist halt Fernlicht. Und es ist zulässiges Fernlicht, das blendet, wenn man es anlässt. Ist ganz normal. Dazu bekommt ihr dann so noch ein bisschen Informationen. Und da steht dann hinten auch noch ein bisschen was drauf. Kann man hier auch sehen. Da hat jemand für gegengezeichnet. Und da steht hinten auch drauf, wie die E-Prüfnummer ist. E-Zertifikat gibt es nicht. Nur im begründeten Verdacht des Betrugs. So viel mal dazu. Weil es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, das darf man nicht montieren. Frontbügel ist genauso, der hat eine EG-Betriebserlaubnis. Nochmal die Steuerleitung. Die kommt jetzt auf die stromführende Leitung für das Fernlicht im Scheinwerfer und wird dann dementsprechend mit über das Fernlicht geschaltet. Ein zusätzlicher Schalter macht eigentlich gar keinen Sinn, außer dass wir natürlich ein bisschen mehr Arbeitszeit haben und noch mehr verdienen können, was das dann betrifft, an der Arbeit. Ist logisch, ne? Muss aber nicht sein, deswegen lassen wir es hier weg. Deswegen kommt es hier jetzt direkt auf die Lampe drauf. Dann hat man das mal gesehen. Man weiß, das ist kompatibel mit der Frontkamera. Dieser Bereich, wo man hier durchgucken muss nach unten, kann man sehen. Dann gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, mit Klett darf man nicht befestigen.
Okay, dann nehmt ihr eben halt eine selbstschneidende Metallschraube und haut sie durch das Kennzeichen in diesen Träger, der aus Vollmetall ist, rein, denn es ist auch richtig fett und fest. Also von daher braucht ihr dann nicht im Gelände euer Kennzeichen mehr in der tiefen Pfütze suchen. Das ist übrigens mit Klett genauso fest. Ist so. Kann man ja prüfen. Kann auch ein TÜV-Prüfer prüfen, wenn er dran zieht, dass es nicht so einfach abgeht. Wenn ich das mit einem Kennzeichenträger mache, der nur mit zwei Schrauben befestigt ist, den ziehe ich ganz schnell von der Nase runter. Dazu mache ich jetzt aber kein Video. Okay, ich wollte es euch nur mal gezeigt haben, kurze knackige Info geben, hoffe wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage natürlich auch wie immer, bis denn dann.